Hallo, meine lieben Freunde. Ich wurde nominiert zum Liebster Award. 11 Fragen muss ich beantworten. Bin hier an meinem schönen Haus. Muss gleich ein bisschen weiterbauen, aber erstmal muss ich die Fragen beantworten. Vielen Dank für die Nominierung. Wirklich sehr nett. Ich mache sowas sehr, sehr gerne. Und deswegen fangen wir mal an mit der ersten Frage. Ich muss mal kurz lesen. So, was ist dein liebster Merch-Artikel? Tja. Eigentlich mein Trikot von meiner Lieblingsfußballmannschaft. Kaufe mir jedes Jahr eins und das ist dann auch mein Lieblingsartikel eigentlich. Ganz einfach. Hab auch sonst kaum Merch-Artikel. Muss ich mal überlegen. Also ich habe von irgendwie, von keinen Filmen irgendwas. Von keinen Serien irgendwas. Nur von meiner Fußballmannschaft. So ist es. So, gehen wir mal kurz weiter. Zur nächsten Frage. Was sind deine Wünsche, Ziele auf YouTube? Schwere Frage, aber eigentlich hat man irgendwelche Ziele, hat man irgendwelche Wünsche. Ich wünsche, dass ich einfach weiter vielleicht Spaß habe, ein paar Leute daran Spaß haben, meine Videos zu gucken, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Aber das ist eigentlich so das Ziel. Und ich wüsste nicht, was man sonst so sagen könnte. Naja, ich lege mich mal kurz hin. Schön. Ja, dritte Frage. Wie viele Games hast du gekauft, aber nie angespielt? Hab extra nachgeguckt. Da waren drei. Welche? Weiß ich gar nicht mehr so im Kopf. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Ist ja nur, wie viele und nicht welche. Von daher, drei. Man macht Fehler. Vielleicht spiele ich sie auch nochmal, wenn ich mal Langeweile hatte. Aber ich habe sie auch installiert. Zwei davon habe ich installiert. Aber noch nicht gespielt. Kam ich einfach nicht dazu. So ist es. So, vierte Frage. Imperium oder Rebellen? Also, Imperium oder Rebellen, das ist ja mal eine der leichtesten Fragen der Welt. Ne? Ich bin ja hier nicht Sheldon Cooper, der irgendwie ein falsches Weltbild hat. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Sondern bin wirklich. Ui, hallo? Natürlich auf der Seite der Rebellen. Also, Imperium, das ist doch das Böse, das Dunkle. Also, ich bin für die helle Seite der Macht. Und deswegen für die Rebellen. So ist es. So, lässt du dich stark leiten von der Meinung deiner Zuschauer? Ich würde sagen, nein. Überhaupt nicht. Ist übertrieben, aber so gut wie gar nicht, weil ich mache das, was mir Spaß macht. Und natürlich, wenn irgendwer mal ein Video hat, haben will, dann macht mir das auch Spaß, vielleicht für jemanden ein Video zu machen, aber ansonsten ist es wirklich so, das, worauf ich Spaß habe, worauf ich Lust habe, das mache ich dann auch. So ist es. Übrigens hier so eine kleine Pandora-Welt, erschaffe ich mir gerade, dauert aber ewig. Und das ist so ein kleiner Wettbewerb gewesen. Aber gut, zur nächsten Frage. Auf welcher Plattform streamst du am liebsten? Ganz einfache Antwort, ich streame nicht, von daher. Wenn ich streamen würde, würde ich bei Twitch streamen. So, wie lange schaust du YouTube-Videos auf YouTube im Durchschnitt? Also, ich würde sagen, ich gucke zu 98% die Videos zu Ende. Also, wenn ich ein Video gucke, ich mache ja nur die auf, die ich wirklich gucken will, dann gucke ich die auch bis zum Ende. Manchmal schlafe ich ein, weil ich einfach auch beim Einschlafen gerne mal YouTube-Videos gucke, aber dann versuche ich das auch nachzugucken, aber ich gucke sie bis zum Ende. Es sei denn, es ist irgendwie jetzt mal so wie bei irgendwie nach einem Horrorfilm mal lustige Tiervideos angucken und dann unterbreche ich natürlich auch, wenn ich dann wieder gut drauf bin. Nicht so, dass ich ein Schisser bin, aber Horrorfilme sind schlimm. So. Beschreibe deine Community in drei Worten. Tja, hab mir natürlich überlegt vorher, als ich die Frage gelesen habe, was ich antworte. Ich würde sagen, ich habe keine. Drei Wörter, richtige Antwort. So ist es. So. Von welchem Film wünschst du dir eine Fortsetzung? Muss ich ehrlich sagen, also gibt wahrscheinlich viele Filme, aber am meisten ist es Warcraft. Ne? War jetzt im Kino vor, wenn man das jetzt schon clever, ein Jahr, ein halbes Jahr würde ich sagen. Und ich fand ihn echt gut und würde ich mir wünschen, dass das auch fortgesetzt wird, aber ich glaube, das wird auch fortgesetzt, weil sonst hätten sie es nicht so gemacht, wie sie es gemacht haben. So.
Dann schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Was würdest du am letzten Tag auf Erden tun? Familie, Freunde besuchen, Zeit mit denen verbringen. Und mit den Liebsten dann den letzten Tag haben. Was will man sonst tun? Und die 11. Frage, was willst du unbedingt noch erleben? Also, ich würde gerne erleben, dass ich Großvater werde. Das wäre wirklich ein Traum. Also, das waren jetzt 11 Fragen. Vielen Dank für die Nominierung. Und schauen wir mal, wer jetzt nominiert wird. Bis demnächst. Ciao, ciao.